Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um einen weiteren Haul. Ich habe bei Dresdner Essenz online bestellt, denn es gab 20% aufs gesamte Sortiment. Und vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, es gibt jetzt bei Dresdner Essenz Sternzeichen-Badezusätze. Es geht jetzt nicht nur in der Kosmetikwelt um Sternzeichen, da gab es ja auch von, ich glaube, BH Cosmetics war das, diese Zodiac, also Sternzeichen-Paletten an Lidschatten. Und jetzt kommt auch die Pflegewelt langsam hinterher. Und ich finde das super, super toll. Ich bin ja mehr so die Pflegetante, ich schminke mich gar nicht. Und ja, da fand ich natürlich die Pflegeprodukte sehr interessant. Ich habe mir alle 12 tatsächlich von denen mitbestellt. Und ich habe aber auch noch andere Produkte bei Dresdner Essenz bestellt. Wie gesagt, es gab 20% aufs gesamte Sortiment. Ich konnte circa, ich glaube, 5,50 € sparen. Und ich habe auch noch was bei der Shop-Apotheke mitbestellt. Das zeige ich euch auch einfach noch, damit ihr es gesehen habt. Und ich würde einfach sagen, ich starte eben mit den Sternzeichen-Badezusätzen. Da haben wir hier einmal die Variante Steinbock. Das ist mit balsamisch warmem Duft. Hier steht drauf, deine Aufrichtigkeit macht dich zu einem besonderen Menschen. Finde ich super schön, eben auch gestaltet. Die Farben sind sehr, sehr ansprechend. Dann einmal die Variante Wassermann. Badesalz mit luftig leichtem, aquatischem Duft. Hier steht drauf, große Ideen für eine bessere Welt sind genau dein Metier. Sehr, sehr cool. Dann einmal Fische. Das ist das hier. Badesalz mit der frischem, sanften Duft. Einfühlsam und verträumt schwimmst du auf den Wellen des Lebens. Dann kommt quasi mein Badezusatz und zwar der Widder. Ich habe am 15. April Geburtstag, werde dieses Jahr 23. Und hier steht drauf, mit Willensstärke und Enthusiasmus stürzt du dich ins nächste Abenteuer mit einem fruchtig süßen Duft. Also ich finde die richtig schön, diese Badezusätze. Dann einmal der Zwilling. Das ist hier jetzt in dem Fall Badesalz mit zitrisch frischem Duft. Hier steht drauf, deine freundliche und heitere Art ist ansteckend und mitreißend. Und ich sehe gerade, das hier wäre eigentlich als erstes gekommen, und zwar der Stier natürlich. Mit balsamisch sanftem Duft, du bist der Fels in der Brandung, deine Freunde lieben dich dafür. Also erst Stier und dann Zwilling. Zwilling war tatsächlich zweimal in meinem Paket. Ich habe es aber nur einmal bestellt. Da ist wohl irgendwas falsch gelaufen beim Packen. Werde ich halt dann einfach benutzen. Dann einmal der Krebs. Das ist mit blumig sanftem Duft. Deine Gefühle leiten dich sicher durchs Leben. Dann einmal Löwe. Das ist richtig cool, dieses Orange. Das ist mit fruchtig frischem Duft. Und hier ist auch an jedem eine Duftprobe dran. Und ich habe an allen schon gerochen und finde alle vom Duft tatsächlich sehr schön. Dann einmal Jungfrau, das ist mit blumig balsamischem Duft. Dein Sinn für Gerechtigkeit ist vorbildhaft. Dann bei der Waage haben wir hier einen fruchtig süßen Duft und hier steht drauf, deine Schönheit vergeht nicht, denn sie kommt von innen. Finde ich auch richtig schön. Also die Sprüche sind auch richtig schön, finde ich. Dann einmal Schütze mit holzig balsamischem Duft. Hier steht drauf, es ist immer schön, mit dir Zeit zu verbringen. Und einmal Skorpion. Das ist mit fruchtig sinnlichem Duft. Und hier steht drauf, du gehst deinen eigenen Weg und hast keine Angst vor Herausforderungen. Einmal das. Dann, ja, habe ich was gratis bekommen, und zwar auch ein Badesalz. Das ist von Dresdner Essenz, Ruhe und Balance, Melisse und Lavendel. Finde ich auch sehr, sehr schön vom Duft her. Wie gesagt, Zwilling war eben doppelt im Paket. Dann habe ich mir Peeling bestellt von Dresdner Essenz. Und zwar war, glaube ich, reduziert von der Coffee Time Reihe von Dresdner Essenz. Das Körperpeeling mit Kakaobutter und Mandelöl habe ich mir jetzt zweimal mitgenommen mit Kaffeepeelingkörnern und verwöhnendem Duft. Limited Edition. Ich mag so Kaffeepeelings sehr, sehr gern. Und wie gesagt, ich denke es, ich glaube, das war reduziert. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das reduziert war von der Reihe. Oder die Körpercreme, die ich euch gleich noch zeigen werde. Aber hier das Körperpeeling hat mir halt sehr zugesagt. Dann Dresdner Essenz Coffee Time Körpercreme mit Kakaobutter und Mandelöl ebenfalls mit verwöhnendem Kaffee und Kakaoduft. Ist eine Limited Edition, intensiv pflegend für trockene Haut. Fand ich sehr interessant. Ich mag das zum Beispiel nicht, wenn meine Mutter jetzt Kaffee macht und sie füllt den Kaffee frisch auf. Ich könnte da wegrennen. Ich mag den Duft gar nicht. Komischerweise in Pflegeprodukten liebe ich das. Ja, das riecht richtig, richtig schön. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. War halt eben so eine Variante, die es jetzt auch im Herbst-Winter gab.
Dann von Dresden Essence Dreckspatz, freudig. Dusche, Shampoo und Schaumbad mit Brombeerduft, Naturkosmetik mit Liebe gemacht. 3 in 1 ist eben vegan. Fand ich sehr interessant und finde ich halt auch ganz praktisch, weil nicht nur ich das benutzen kann, sondern auch zu einem meine Nichte, aber auch mein Patenkind, wenn es hier ist. Und hier eben badet bzw. duscht. Und deswegen habe ich das mitgenommen. Fand ich sehr, sehr interessant und das riecht auch echt gut. Dann habe ich hier eine Seife mitgenommen. Ich meine, die war definitiv reduziert. Und zwar von Dresden Essence. Fruchtige, frische Handseife, Bio, Orange und Jutsu. Ich werde euch in die Infobox ein Sternchen vor die Produkte setzen, die reduziert waren, damit ihr da nochmal schauen könnt. Falls ihr da auch noch Interesse habt, weil die gehen halt eben dann auch im Sortiment. Ja, das riecht super zitrisch, super frisch. Sowas mag ich ja. Ich habe zwar noch recht viel Seifen da, aber ich bestelle nicht so oft bei Dresdner Sens. Ein, zweimal im Jahr höchstens. Und deswegen durfte das mit. Und dann einmal noch, das war ja auch total süß, das war so eine Weihnachts-Geschenkepackung. Dresdner Essence, Bio-Aloe Vera und Lotusblüte, Hydro-Pflegedusche und Handcreme. Das ist halt eben hier die Rehverpackung. Gab es auch noch in anderen Varianten mit anderen Produkten. Ich habe mich aber speziell für das entschieden, weil das halt Duschgel und Handcreme ist. Das kann ich recht schnell aufbrauchen. Das sind halt zwei solcher kleinen Tuben. Hier 20 Milliliter, also keine großen Produkte. Und ja, das kann ich, denke ich, ganz gut einfach mal testen. Die Reihe, die hatte ich jetzt noch nie mit Aloe Vera und Lotusblüte. Deswegen habe ich die einmal mir ausgesucht. Dann einmal die Produkte aus Shop-Apotheke. Und zwar habe ich da eben so ein bisschen durchgeschaut. Ich hatte ja euch im Aufgebrauch-Video das Serum gezeigt von Vichy, was ich eben auch von der Shop-Apotheke hatte. Da gab es nämlich zu jeder Bestellung ein kleines ja, Serum eben dazu. Und das fand ich ja richtig, richtig gut. Und ich dachte, vielleicht haben das Angebot wieder, dass du, wenn du eine Tuchmaske kaufst, das Serum gratis bekommst. Leider war das nicht der Fall. Ich habe aber was anderes von Vichy mitbestellt. Das zeige ich euch gleich. Aber zu der Bestellung gab es gratis ebenfalls was von Vichy dazu. Und zwar ein reinigendes Handgel mit Ethanol, Glycerin, ohne Parfüm und ohne Duftstoffe. Genau. Das ist halt einfach ein Reinigungsgel. 50 Milliliter, riecht einfach frisch und das werde ich auf jeden Fall gut gebrauchen können. Und dann habe ich eben so, ich habe eben speziell nach dem Vichy-Serum gesucht und habe dann ein Set entdeckt. Und ja, ich habe dieses Set tatsächlich gekauft, weil ich die Produkte sehr gut fand und ich habe auch so ein bisschen geschaut nach den Inhaltsstoffen und die sind wohl ganz okay. Und deswegen habe ich das jetzt mal mitbestellt. Ich hatte eben, wie gesagt, den Daily Booster als kleine Probe, dieses Serum. Das letzte Mal bei der Bestellung dabei und ja, jetzt habe ich dieses große Set hier mitbestellt. Vichy Hyaluron hoch 3 Pflegeset für eine gestärkte Hautbarriere. Das ist einmal der tägliche Booster drin, den ich eben in klein hatte. Das ist jetzt die große Größe mit 50 ml, eine Augenpflege und eine Tuchmaske. Und die drei Produkte habe ich hier auch schon aus dem Karton rausgeholt. Und zwar sieht das einmal so aus. Sie sind dann nochmal extra eingepackt. Einmal hier eben den täglichen Booster für gesunde Ausstrahlung, so mit 89% mineralisiertem Thermalwasser und Hyaluronsäure, stärkend, aufpolsternd, feuchtigkeitsspendend. Das fand ich halt ultra gut. Also es hat mir sehr, sehr lange gehalten. Ich glaube, die kleine Probe mit 10 ml konnte ich drei oder 4 Wochen sogar benutzen. Und da lohnt sich halt der Preis. Ich habe jetzt für das Set 31,45 bezahlt. Ich blende euch den Preis auch wie immer ein. Ja, und das durfte eben mit. Das ist einmal das Serum, eben auch mit Pumpspender. Das ist aus Glas. 50 ml sind drin und da freue ich mich sehr drauf. Was dann eben auch noch in dem Set war, ist einmal passend dazu die Augenpflege. Die soll halt sehr schnell einziehen, erfrischen, Feuchtigkeit spenden. Die werde ich dann wahrscheinlich morgens benutzen. Ich wollte mir eigentlich von Balea das Aqua-Feuchtigkeitsserum und den Aqua Roll-On wieder nachkaufen. Da ich jetzt aber dieses Produkt habe und der Daily Booster von Vichy, werde ich mir das von Balea erstmal nicht nachkaufen. Hier sind jetzt 15 ml drin in der Augenpflege. Fand ich halt auch super, super interessant. Das Ganze sieht hier so aus, ist etwas milchiger von der Konsistenz her. Und ja, ist eben eine Augenpflege. Bin ich sehr gespannt. Auch mit Pumpspender finde ich super toll. Sehr hygienisch und werde ich testen. Ja.
Und dann eben einmal, die habe ich ja bereits schon da, die Tuchmaske aus der Serie. Da war eben letztes Mal dieses kleine Serum dabei. Ich muss sagen, ich hätte mir das so niemals gekauft, hätte ich es jetzt vorher nicht ausgetestet, also dieses Set. Aber da ich eben das Serum schon hatte und ich denke, die Tuchmaske wird auch super sein, habe ich mir das jetzt einfach nochmal mitbestellt, dieses Set mit dem großen Serum dabei und der Augenpflege, die höchstwahrscheinlich auch sehr gut sein soll. Also bei der Augenpflege war mal nicht alles grün, bis auf ein Produkt, das war Mikroplastik. Achte ich nicht so hundertprozentig drauf. In vielen Drogerieprodukten ist gar kein Mikroplastik drin. Hier habe ich es jetzt einfach zu spät gesehen, muss ich ehrlich sein. Und hier das Vichy, dieses Daily Boost hat auch Mikroplastik drin, aber auch Produkte, die quasi die Hautbarriere schwächen sollen. Aber man gibt ja danach, nach einem Serum, noch eine Creme drauf. Das heißt, die Hautbarriere wird dann wieder geschützt von der Creme, die man drauf gibt, wenn man eine gute Creme benutzt. Genau. Und diese Tuchmaske wollte ich unbedingt ausprobieren. Jetzt habe ich sie doppelt, das heißt, ich kann sie gut testen und ja, so 10 Minuten draufbleiben, für empfindliche Haut geeignet. Wollte ich unbedingt ausprobieren. Falls ihr euch mehr mit den Inhaltsstoffen auskennt, schreibt das super gerne in die Kommentare. Ich bin da kein Profi, ich schaue halt immer bei CoCheck so ein bisschen, was da angezeigt wird, informiere mich auch so ein bisschen in Videos. Es ist aber super schwer, über teure Kosmetik tatsächlich so richtige Reviews zu finden. Weil das halt auch kostspielig ist, wenn man was kauft und man verträgt es dann nicht oder so. Deswegen ja, aber die Produkte finde ich wirklich schön. Von Vichy, wie gesagt, hätte ich mir sonst nie gekauft, hätte ich das kleine Pröbchen nicht so toll gefunden. Genau, und das war's. Das waren alle Produkte. Und ihr findet auch in der Infobox nochmal den genauen Wert, den ich jetzt eingekauft habe für die Sachen. Und ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao!